Hallo zusammen, ich bin's wieder, Dennis Witthus. Und mein Name ist Alexander Libera. Ja, und heute gibt es einen neuen Roadtrip mit Shorty. Und von Bremen nach Ludwigsburg. Genau, und ich bin nicht dabei, denn der Alex, der fährt mit seinen Kindern übers Wochenende zu seiner Schwester. Genau, zu Annette. Und ich leihe ihm Shorty. Und ich hoffe, du bringst Shorty heil wieder. Im Ganzen. Und ich werde häufig an ihn denken und werde sagen, oh, wie geht es Shorty? Aber ich weiß, du wirst gut damit umgehen. Und wirst den Zuschauern einen Roadtrip liefern. Ganz alleine, ohne mich. Ohne dich zu filmen. Ich gebe mein Bestes. Mal also gucken. Also quasi das Erstlingswerk von Alex. Dennis, du weißt ja, du bist ständig im Herzen mit deinem Auto verbunden. Auch auf deinem Handy bist du ständig verbunden. Genau. Das heißt, du kannst immer sehen, wie schnell ich fahre, und wo ich gerade fahre. Wo du bist. Vielleicht sollte ich ein Parallelvideo machen. So. Und vielleicht, und wenn ich sehe, dass du zu schnell fährst oder so, das schalte ich dich einfach ab. So, genau. Das ist möglich. Oder du kannst zwischendurch mal hupen. Nein, bitte nicht. Nicht in der Tiefgarage hupen. Ja, genau. Also, dann Alex nimmt euch jetzt mit auf die Reise. Viel Spaß. Der Wagen von Dennis war nicht ganz aufgeladen. Das war ja eine recht spontane Aktion. Nochmal Dank an dieser Stelle. Zum Supercharger nach Rüden hätten wir es vom Kilometerstand her, der im Akku drin ist, nicht mehr geschafft. Wie man sieht also, wenn man auf eine große Reise geht, dann muss man den Wagen vorher noch ein bisschen aufladen. Wir fahren zum Ortenpark, wo wir dort laden. Bis gleich. So, unser erster außerplanmäßiger Stopp am Ortenpark. Hier hatte der Tesla prognostiziert, dass wir 10 Minuten laden müssen. Der Tesla lädt im Moment sehr langsam mit 56 kW nur. Das heißt, er sagt, wir müssen jetzt 20 Minuten hier stehen für die Weiterfahrt. Das hängt damit zusammen, dass der Akku von der kurzen Fahrt immer noch kalt ist. Wir sind ja auch die ganze Zeit, wir haben einen kurzen Anteil gehabt von Autobahnen, wo ich langsam gefahren bin, weil ich zuerst gedacht habe, okay, wenn ich vielleicht mit 120 zum Supercharger nach Rüden fahre, werde ich es wohl schaffen, aber ich habe mir bereits nach ein paar Kilometern auf der Autobahn gesagt, dass ich bereits langsamer fahren müsste, um den halt erreichen zu können. Ja, wie gesagt, jetzt halt den Umweg über den Ortenpark. Der Verkehr natürlich mitten durch die Stadt durch, nicht ganz so entspannt. Jetzt gucken wir mal. Er fährt langsam die Ladestärke hoch. Vorhin waren wir noch bei 57 kW, jetzt hatte ich auf 60 kW. Ja, also 20 Minuten warten. Ludwigsburg. Kurz ein paar Worte zu gestern. Und zwar war es ja so, dass wir um 14.30 Uhr den Tesla ungefähr in Empfang genommen haben. Wir sind dann auch so gegen 15 Uhr circa losgekommen aus Bremen Nord. Und ja, der Tesla war nicht geladen. Er hatte eine Ladung
knapp bei 50%. Das war eine sehr spontane Geschichte, nicht abzusehen. Das heißt, der Tesla war nicht geladen. Und ja, um diesen Trip dennoch zu realisieren, mussten wir zum nächstgelegenen Supercharger fahren. Die Batteriereichweite, die mir angezeigt wurde, waren 270 Kilometer. Und damit hätte ich rein theoretisch den Supercharger in Rüden am Zeilner Berg erreichen müssen. Unter der Maßgabe, dass der Verbrauch genauso gewesen wäre wie die letzten 50 Kilometer, die Dennis vorher gefahren hat. Da Dennis nicht ganz so hohe Geschwindigkeiten in letzter Zeit gefahren ist, in den letzten 50 Kilometer, und ich ja auf der Autobahn unterwegs gewesen wäre, nur noch, wäre der Verbrauch da natürlich höher gewesen. Das heißt, er hat mir gleich gesagt, mit der aktuellen Geschwindigkeit wird das nichts. Ich müsste halt wesentlich langsamer fahren, und zwar 105 Stundenkilometer, sodass ich mich dann halt entschieden habe, den Umweg über den Supercharger in Stur zu nehmen, am Ochtumpark. Dazu muss man halt wissen, der Weg von Bremen-Nord nach Stur führt mitten durch die Innenstadt. Ja, und es war schon beginnender Feierabendverkehr am Freitag, sodass das Ganze sich doch sehr hingezogen hat. Supercharger dann, hatten wir dann ja eine Laderate, eine anfängliche von 57 kW. Und das ist natürlich nicht optimal, ne? Der Supercharger kann ja wesentlich mehr abgeben, aber da die Batterie noch kalt war, nicht warm gefahren, konnte sie nicht so viel Leistung aufnehmen. Das hat sich nachher verbessert, als wir am Zeiner Berg angekommen sind. Wir sind ziemlich problemlos durchgekommen. Es waren noch etliche Baustellen auf der Strecke. Staus hatte ich keine, Gott sei Dank. Und dann ging die Laderate auch über 90 kW. Ja, dann würde ich sagen, begleitet mich mal heute durch den Tag so ein bisschen. So, ich war erfolgreich. Meine Beute ist hier drinne. Der wohl beste Bäcker in ganz Ludwigsburg. Katz, wie meine Schwester sagte. Ich wurde auch total nett aufgenommen. Die Leute sind hier sehr nett und wurde angelächelt. Das finde ich ganz toll. Der Ludwigsburger ist sehr stylisch. Muss ich wirklich sagen, sehr stylisch. Ich hoffe, ich kann das mal einfangen. Es gibt hier von Haus zu Haus Leitungen auf dem Dach, also Stromleitungen. Wenn ihr solche Leitungen kennt, dann ja, wäre es nett, schreibt doch mal bitte unten was in die Kommentare dazu. Es würde mich freuen, dass ich darüber mal was erfahre, ob noch in anderen Gebieten solche Leitungen vorhanden sind. Und ja, die Elektrofahrer unter euch, denke ich mal, die wissen dann ja, was denn der Hausanschluss so hergibt, was nachher ja wichtig ist für die maximale Ladeleistung. Ob, wenn wir dann eine Zoe anschließen mit 22 kW, ob dann keiner mehr duschen gehen darf oder sowas. Also, wie gesagt, bitte unten reinschreiben. So, ich möchte euch nun berichten, was mir widerfahren ist. Und zwar sind wir gestern Abend mit 20 Kilometer Restreichweite reingekommen. Leider Gottes konnten wir nicht aufladen über Nacht, weil nicht mal eine Schuko am Stellplatz vorhanden ist. Ich habe vorher nachgeschaut. Ludwigsburg hat Ladesäulen von den Stadtwerken Ludwigsburg, die Mitglied sind im Verbund Ladenetz. Ich habe eine Karte der Stadtwerke Bremen. Die sind auch Partner im Ladenetz. Das heißt, ein Laden müsste hier möglich sein. Ich habe auch schon mit meiner Karte im Harz, im Torfhaus, geladen. Das heißt, ich gehe davon aus, dass diese Karte bundesweit akzeptiert wird. Ich habe nämlich also nun hier in Ludwigsburg eine Ladesäule ausgesucht, am Rande der Fußgängerzone, sie auch über die App gefunden und wollte mich nun anstecken. Als ich nun freudestrahlend die Karte vorgehalten habe, wurde mir eine Mitteilung gegeben über das Display, dass die Ladesäule meine Karte nicht kennt, dass der Zugriff verwehrt wird.
Nachdem ich das nochmal probiert habe und nochmal, weil ich gedacht habe, naja gut, vielleicht muss er eine Online-Verbindung aufbauen und das alles abprüfen, das dauert halt vielleicht einen kleinen Moment, bin ich mit meiner SWB-Karte gescheitert, habe also meine anderen Ladekarten alle ausprobiert und letztlich nur die Karte von Cinemotion hat die Säule freigeschaltet. Diese Karte habe ich schon seit Anbeginn eigentlich, seit 2 Jahren. Jetzt habe ich in die App reingeschaut und habe dort gesehen, dass der Tarif für das Laden pro Kilowattstunde abgerechnet wird. Das ist grundsätzlich gut. Die Stadtwerke Ludwigsburg möchten hierfür aber 50 Cent haben. Also 48 Cent, sagen wir 50 Cent die Kilowattstunde. Und ja, das ist doch für 100 Kilometer recht happig. Zumal ich, wie gesagt, eine Karte habe und dort bereits monatlich Beiträge für bezahle. Ich habe also die Störungsstelle angerufen und ja, dort war man zwar sehr freundlich und auch empathisch, konnte mir im ersten Moment aber nicht helfen. Ein Freischalten der Säule war im ersten Schritt nicht möglich, sondern nur ein Software-Reset, der natürlich auch nichts gebracht hat. Ja, dann hat man mich kurz vertröstet. Man wollte mit dem Vorgesetzten Rücksprache halten. Und dann hat man mir angeboten, aus Kulanzgründen die Säule freizuschalten, nachdem man meine Daten aufgenommen hat. Das Ganze hat natürlich etwas gedauert und ich bin schon in der Zwischenzeit mit den Kindern eine Runde gegangen. Ende vom Lied ist, ich komme jetzt wieder zum Auto und wir wollten das jetzt anstoßen, den Ladevorgang, und selbst das funktioniert nicht, die softwaremäßige Freischaltung. Nach wie vor, meine Karte von Cinemotion funktioniert und ich lade jetzt auch, damit ich überhaupt weiterkomme. Ich werde jetzt so viel aufladen, dass ich zum nächsten Supercharger komme. Das scheint für mich die beste Alternative zu sein, weil, wie gesagt, die Stadtwerke Ludwigsburg haben anscheinend, weiß ich nicht, also im Moment geht es halt nicht, ne? Und dort werde ich halt am Supercharger in Leonberg, 18 Kilometer entfernt, würde ich halt den Wagen dann voll machen. Ja, was kann ich noch sagen? Ich kann noch sagen, was der Herr mir am Telefon gesagt hat, dass, wenn das keine direkten Karten von den Stadtwerken sind, sprich eine Ladenetzkarte, dass eine Modemverbindung aufgebaut wird und quasi zur Datenbank von den Stadtwerken Ludwigsburg zu der Datenbank und dort meine Karte überprüft wird. Und dann, wenn das geschehen ist, dann wird die Karte auch in deren System wohl eingespielt. Jetzt ist es so, dass eine Störung vorhanden ist, dass diese Prüfung, eine Modemstörung, dass diese Prüfung nicht stattfinden kann. Und deswegen ja, meine Karte auch nicht geprüft wird. Das soll wohl halt der Grund sein. Ja, wir haben es geschafft. Wir sind hier am Supercharger Leonberg angekommen. Der Tesla lädt bereits. Der Supercharger ist ein bisschen versteckt. Hinter mir habt ihr gerade gesehen ein Autohaus. Und natürlich ein Chemiker, wie der Uwe sagen würde. Der Tesla lädt. Können wir gerade mal schauen, wie schnell. So, 103 kW. Das ist gut. Dann schauen wir mal, dass wir einen kleinen Kaffee bekommen. Und was zu trinken für die Kinder. Und dann erkunden wir noch ein bisschen die Gegend. Ich habe natürlich ein bisschen Schiss. Ich habe ja die App von Dennis nicht drauf, die Tesla-App, sodass ich eine Mitteilung bekomme. Ich hoffe, er wird mich rechtzeitig warnen, bevor wir noch Strafe bezahlen müssen, für den Fall, dass er voll ist. Hoido! Nun, wie ging der Tag weiter, nachdem wir am Supercharger in Leonberg waren? Wir sind danach in die Stadt gefahren, nach Ludwigsburg, rein, haben uns ein bisschen was angeguckt, sind durch die Innenstadt geschlendert, haben dort Mittag gegessen,
Nach dem Mittagessen sind wir zurückgefahren und haben eine Stunde auf dem Spielplatz verbracht, bei schönstem Wetter. Es wurde also 16 Uhr und dann haben wir uns entschlossen, hey, lass uns doch mal zu IKEA fahren. Da wollten wir eh noch mal was nachgucken. Und in meiner Lade-App, da habe ich gesehen, dass IKEA auch eine Lademöglichkeit hat. In meiner App wurde angezeigt, dass die Gleichstromladung CCS und CHAdeMO gestört ist und nur Wechselstrom, also AC, funktioniert. Ja, wir sind also auf gut Glück hingefahren, haben den Ort ziemlich schnell gefunden. Ein kleiner Energiepavillon, wo IKEA auch eine kleine Ausstellung drin hat. Und wir haben den CHAdeMO-Adapter benutzt. Dieser CHAdeMO-Adapter ist eine einmalige Investition. Ich meine, er kostet rund 500 Euro. Ja, also wie gesagt, ich habe mich an den Gleichstromlader bei IKEA angeschlossen. Es ist ein Gerät, was ohne Karten, ohne alles Mögliche funktioniert. Er gibt allerdings auch nur eine Ladung von 20 kW ab, maximal, gleichstrommäßig und wechselstrommäßig. Und die Störung war nicht mehr vorhanden. Ich konnte also den Tesla dort aufladen. Er war ja nicht ganz voll. Ich habe also das Ladelimit hochgesetzt auf 90% und habe den Wagen dort aufgeladen. In der Zeit, wo wir durch die Ausstellung geschlendert sind und uns diese ein oder andere Sache angeguckt haben, kamen wir dann zum Auto zurück und er war tatsächlich randvoll. Ja, also im Grunde genommen haben wir doch recht viel Zeit heute Vormittag damit verbracht, dass wir uns darum gekümmert haben, eine Lademöglichkeit für das Auto zu finden. Sulele, die Zeit ist gekommen. Die Zeit hier in Ludwigsburg in Aschberg ist vorbei. Wir treten jetzt gleich die Rückreise an. Es ist gleich 8:30. Mal gucken, ein paar Minuten brauchen wir noch, bis wir loskommen. Draußen, der Himmel ist bedeckt und es regnet. Das heißt, wir werden mit nassem Untergrund einen leicht erhöhten Rollwiderstand haben.
erster kleiner Halt. 20 Minuten sollen wir hier zwischenladen. Kleiner biologischer Boxenstopp für alle die, die vorher nicht aufs Klo gegangen sind. Es regnet. Es ist ziemlich viel Gischt auf der Fahrbahn. Ja, es macht nicht ganz so viel Freude. Der Autopilot bzw. der Spurwechselassistent hat dreimal ist er nicht richtig rübergegangen. Da ist er zurückgegangen. Sprich wieder in die alte Fahrspur rein. Das hat nicht so richtig funktioniert. Immer die Hände am Lenkrad halten. So, 20 Minuten sollten wir laden. Das haben wir gemacht. Und es ist jetzt genauso gekommen, wie ich mir gedacht habe. Er hat schneller geladen, als er eigentlich vorausgesagt hat. Und wir werden jetzt bereits nach Rüden aufbrechen. Wir laden jetzt ungefähr eine halbe Stunde, machen eine kurze Pause und dann geht's los in Heimat. Also, bis bald. Ich liebe das Model. So, wir haben jetzt hier 35 Minuten geladen. 10 Minuten länger, als wir hätten laden müssen. Wir haben ja keine Nachricht aufs Handy bekommen, haben kurz ein Brezen gegessen und haben einen biologischen Boxenstopp eingelegt. Jetzt geht es direkt weiter, ab nach Hause. Eagle is landed. 670 Kilometer haben wir abgespult. 7 Stunden hat es gedauert. Das macht eine Durchschnittsgeschwindigkeit von ca. 90 Stundenkilometer. Ich bin nicht besonders langsam gefahren, weil ich gerne so schleiche. Nein, wie ihr aus den alten Spielsequenzen gesehen habt, war das Wetter echt bescheiden. Es hat sehr, sehr stark geregnet. Ich habe mich da nicht großartig getraut, viel schneller als 130 zu fahren. Wir hatten diverse Stellen, wo wir Verkehrszeichen hatten, die die Geschwindigkeit auf 80 Stundenkilometer auf der Autobahn reduziert haben, bei Nässe. Und da die Wischerstellung in der Maximalstufe war, habe ich entschieden, ja, in der Tat, hier sind 80 Stundenkilometer angemessen. Schließlich habe ich eine große Verantwortung. Ab Hannover hat es dann etwas aufgeklärt. Die Straße wurde trocken, sodass ich dann auch ganz gemütlich mit 140 Stundenkilometer im Autopilotenmodus, 150 wäre möglich gewesen, nach Hause gecruised bin. Im Vergleich zu der Zoe kann ich sagen, mit die Zoe, die alte Zoe, der 210er, der hat ja ein 43 kW Ladegerät drinne. Mit Wechselstrom und mit dem Wagen sind Durchschnittsgeschwindigkeiten inklusive Laden von 55 km die Stunde möglich, inklusive Laden auf der Langstrecke. Ja, das bis hierhin. Nun steht Shorty endlich bei mir auf dem Hof. Dennis wird wohl in Kürze kommen. Da habe ich mir mal so gedacht,
wenn du schon mal einen Tesla auf dem Hof hast, schließt ihn auch mal gleich an den Wall-Connector an. Vom Hörensagen soll es so sein, dass wenn der Wall-Connector mit dem Tesla verbunden ist, dass er die Online-Verbindung vom Tesla nutzt und ein Update auf den Wall-Connector spielt. Bei Tesla nicht unmöglich. Was das bringen soll, weiß ich im Moment noch nicht so richtig. Aber we trust Musk. Und deswegen lasse ich mich nicht lumpen. Shorty kriegt noch Juice. Any Juice is good Juice. Auch wenn meine Ladeleistung hier zu Hause noch ein bisschen reduziert ist. Aber alles wird schön. So, Dennis ist gerade angekommen und Imke auch. Ja, Dennis guckt ein bisschen traurig rein. Er wollte gerade den Schlüssel tauschen. Aber Pustekuchen, noch habe ich den Keyfob. Noch hört Shorty auf mein Kommando. Shorty, war auf. Da ist er. Wow, also ich danke dir. Ich habe ja kurzzeitig überlegt, würde ich mir so ein Auto zurückgeben. Ich nehme die Zoe super gerne zurück. Auf der Langstrecke ist der Tesla, das Model S, eine Granate. Absolut. Ja, im Stadtverkehr, du. Gegenseitig. Im Stadtverkehr. Im Stadtverkehr. Ein Riesenschiff, ne? Ein Riesenschiff. Für unsere Straßen echt. Für unsere Parkplätze, mein lieber Herr Gesangsverein. Sportlich, ja. Sehr sportlich. Aber muss, ich habe mich dran gewöhnt, komm her, wir tauschen wieder. Also, vielen Dank. Ich danke. Ja, du hast ja einige Abenteuer da jetzt erlebt. Unter anderem hattest du am Anfang Ladehemmungen gehabt, das habe ich gesehen. Oder das Auto oder du oder die Säule oder werden wir das sehen im Video? Ja, also weder ich noch das Auto. Damit war natürlich alles in Ordnung. Die Säule hat nicht mitgemacht. Das lag aber nicht an der Säule, sondern das lag an den Stadtwerken Ludwigsburg, die meine Karte nicht abrufen konnten. Aber wir wollen hier ja nicht zu viel spoilern. Nein, um Gottes Willen. Also den Rest davon weiß ich eigentlich auch nichts. Ich habe es dann ab und zu auf dem Smartphone verfolgt, wo du so warst. Also ich habe dich gestalkt. Du hast dich gestalkt? Quasi. Imke, der hat mich gestalkt. Ja, mein Auto. Ach so. Shorty. Also so, und jetzt sind wir auch am Ende des Videos eigentlich angekommen. Also Eishockey war heute gut. Wir haben 3 zu 2 gewonnen. Ja, man kann nur 3 zu 2 gewinnen und nicht 2 zu 3. Dann hätte man nämlich verloren. Also wir haben gewonnen und es war total spitze. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt dafür einen Daumen hoch. Ihr könnt den Kanal auch abonnieren und den Rest kennt ihr schon. Also machen wir das Licht mal wieder an hier. Der Wagen ist gerade ausgegangen. Und mit diesem schönen Bild beenden wir das Video. Mit diesem schönen Bild beendet Dennis sein Video. Denn ich sage euch, wenn euch dieses Video gefallen hat, wünsche ich mir einen kleinen Applaus von euch. Gebt mir bitte ein Like. Gerne könnt ihr auch meinen Kanal, natürlich Dennis' Kanal abonnieren. Selbstverständlich ist es nicht mein Kanal, es ist Dennis' Kanal. Gerne könnt ihr Dennis' Kanal abonnieren. Und wie gesagt, bitte schreibt ganz, ganz viel in die Kommentare. Ich habe diverse Fragen gestellt. Wäre schön, von euch zu hören. Bye.